Herzlich willkommen in Ellis Garten. Ich bin Elli und heute geht es um Lebensmittelmotten. Um Lebensmittelmotten, die ja die Nahrungsschädlinge sind, die Vorratsschädlinge sind und die leider in sehr, sehr vielen Haushalten vertreten sind. Also man muss also dazu sagen, vorab wirklich, es hat nichts in irgendeiner Form mit Unsauberkeit zu tun. Also wenn sich Lebensmittelmotten irgendwo ansiedeln, ist das jetzt nicht so, dass man sagt, okay, mein Gott, dieser Mensch, der macht nicht sauber und der passt nicht auf seine Lebensmittel auf oder so. Es ist einfach ein unglückliches Zusammenspiel verschiedener Situationen. Meistens ist es ein Versehen, dass man sich die Maden oder die Eier halt ins Haus holt, aber es ist keine Frage der Unsauberkeit. Da könnt ihr euch ganz sicher sein, dass es nicht so ist, denn ich habe das Problem seit Monaten mit diesen Lebensmittelmotten und ich würde mich hundertprozentig nicht vor die Kamera stellen und sagen, hey Leute, ich bin so unsauber, deswegen habe ich jetzt Lebensmittelmotten bei mir im Haus. Also damit hängt es gar nicht zusammen. Und es gibt auch nicht so die eine Lebensmittelmotte, so wie man sagt, so die, das ist halt eine. Es sind 5 verschiedene Arten, die unter den Oberbegriff Lebensmittelmotte fallen. Das sind die Mehlmotten, die Mehlzünsler, die Dörrobstmotten, die Kornmotten und die Samenmotten. Und die sehen unterschiedlich aus. Manche sind dunkel, manche sind eher heller, können bis 30 mm, also 3 cm halt groß werden. Sie haben halt nur eins gemeinsam, dass sie halt auf Vorräte gehen. Dass sie sich mit großer Freude auf Vorräte stürzen und zwar auf alle möglichen. Das, also ja klar, am liebsten Getreide, Getreideprodukte, ob es nun Körner sind, ob es verarbeitetes Getreide ist wie Mehl. Sie gehen auf Nudeln, sie gehen auf Dörrobst, Tee, Kräuter, also hier Gewürze, Schokolade, selbst auf Schokolade gehen sie. Es gibt wenig Lebensmittel, die sie nicht mögen, also von Vorräten tatsächlich, also an frischem Obst sitzen sie eher weniger. Und dort können sie halt extreme Schäden anrichten. Zuerst merkt man es manchmal gar nicht, weil die Motten selber halt nachtaktiv sind und dann kriegt man das gar nicht so mit, wenn die im Haus sind, beziehungsweise man sieht mal einen und denkt so, ja mein Gott, eine Motte, vielleicht eine Kleidermotte oder sowas. Aber es hat in der Regel hängt es mit Kleidermotten nicht zusammen, weil Kleidermotten niemals im Leben irgendwie an menschliche Nahrung gehen würden. Das tun sie nicht, sie gehen an menschliche Kleidung vielleicht ganz gerne mal, ja, aber nicht an Nahrung. Aber es sind dann halt diese Lebensmittelmotten. Und man erkennt es dann halt nur, dass vielleicht mal so, dass so, wenn man so Müsli in einer Packung hat, das dann so verklebt, da sind die einzelnen Komponenten nicht mehr so locker, sondern so zusammengeplüscht. Oder es ist so Gespinste an den Lebensmitteln. Aber das sind so kleine Zeichen, wo man auch noch nicht so richtig hellhörig wird. Meistens wird das Problem halt erst dann erkannt, wenn die Maden zu sehen sind. Und die Maden, das ist auch die größten Schädlinge, weil die Maden halt fressen. Die Maden sind diejenigen, die tatsächlich diese Lebensmittel essen. Und die sind unglaublich gefräßig. Also so eine Made, wenn die geschlüpft ist, lebt die so 40 bis 90 Tage, häutet sich dann so bis zu 6 Mal, also verpuppt sich, häutet sich, und bis sie sich dann endgültig verpuppt. Und in der Zeit ist sie quasi nur am Fressen. Und diese Maden, die sind zuerst die ganz, ganz, ganz muckelig klein, wenn sie geboren werden. Und je mehr sie halt essen und sich dann wieder häuten und essen, desto größer werden sie. Die sind dann so bis fast so 1 Zentimeter sind die lang und meistens oder häufig cremefarben. Gibt aber auch andere Farben. Und diese Maden, die sind halt auch nicht schüchtern. Die sieht man dann teilweise wirklich an der Decke lang klettern, an der Wand oder über Lebensmittel. Dann kriechen die da so langsam und gemütlich durch die Gegend. Und das machen sie auch tagsüber. So, die warten dann nicht bis nachts. Und spätestens dann, wenn das der Fall ist, dann wird man natürlich hellhörig und guckt, denkt, oh Gott, was ist da los? Das Problem ist, dass es dann meistens schon zu spät ist und man dann zwingend mit einer Bekämpfung anfangen sollte, weil so eine Made kommt nicht alleine. Das muss man leider dazu sagen, weil eine Lebensmittelmotte, egal welche Sorte, die kann bis zu 500 Eiern legen. Und das ist halt auch ein weiteres Problem, weil diese Motten, die schlüpfen, aus der Verpuppung schlüpfen sie sich, dann leben sie noch 14 Tage, essen nichts mehr, sondern machen nichts anderes, außer sich Paaren Eier legen. Und bis zu 500 Stück. Und die legen sie auch nicht so schön in ein Nest, wo man vielleicht sagt, okay, dieses Gelege habe ich jetzt gefunden, da kann ich jetzt eingreifen. Nein, die legen sie überall hin. Also hier mal ein Ei, da vielleicht mal 2, da 3. Und die sind ja auch so winzig klein, die sieht man auch gar nicht. Deswegen kann man da auch nicht von Einhalt gebieten, sondern muss tatsächlich warten, bis dann die Maden da sind. Und dann wird es halt richtig dramatisch. Da muss man, also grundsätzlich so müsste man alle kontaminierten oder eventuell kontaminierten Lebensmittel erstmal wegschmeißen. Das ist, so fängt es an, weil das will ja kein Mensch essen.
Dann kontrolliert man, sollte man seine Packung, Lebensmittelpackung kontrollieren, ob die Packung vielleicht von außen angenagt sind, also ob vielleicht da drin auch noch Maden sind. Denn die sind ja manchmal so an Stellen, wo man es gar nicht erwartet, so bei Backzutaten, Kokosraspeln, Mandeln, gemahlene Haselnüsse oder so. Also so Dinge, die eh schon so pulverisiert und manchmal so ein bisschen klumpig sind. Da guckt man ja nicht ständig nach, ob da vielleicht irgendwo eine Made drin sitzt. Und das sollte man aber tatsächlich tun, weil die wirklich auch durch Plastik kriechen. Also Maden, die beißen so kleine Löcher in diese Plastikbeutel, wo diese Backzutaten sind, fressen sich da rein und bleiben dann in dem Beutel und essen da weiter. Und das Problem ist halt, dass man sie wirklich sehr, sehr schwer bekämpfen kann, weil es gar keine Möglichkeit letztendlich gibt, wie man es machen soll. Weil mit Chemie, ich kann nicht mit einer Chemiekeule irgendwo in der Küche rummuckeln, weil man ja, ja, die Lebensmittel, die möchte man ja auch noch ganz gerne essen und Chemie und ja, will man auch nicht, also ich zumindest möchte es nicht haben. Und Hausmittel, ja, es gibt eigentlich keine wirksamen Hausmittel gegen Lebensmittelmotten. Das ist das zweite Problem. Man sagt also, es besteht die Möglichkeit Bekämpfung im Sinne von, dass man die Männchen zuerst tötet. Also man soll Pheromonfallen aufhängen, das sind so Klebefallen und die duften halt so nach, ja, willigem Weibchen, sage ich mal, und da kommen die Männer an und bleiben an diesen Fallen kleben. Und laut Hersteller ist es so, ja, die bleiben da kleben und sind sofort tot. Also nicht, dass die sich so quälen wie bei diesen Fliegeklebebändern, sondern sie sollen angeblich sofort tot sein. Ja, ich habe das gemacht, weil ich muss dazu sagen, ich habe seit, wie gesagt, seit Monaten dieses Problem im Keller allerdings. Wir haben uns das Zeug reingeschleppt mit Vogelfutter. Also wir machen Ganzjahresfütterung für Gartenvögel und da kaufen wir immer so 25 Kilo Säcke Mais und Weizen und Fettfutter und was weiß ich was alles. Und da sind halt die Maden irgendwie mit reingekommen und jeweils ist der Keller voll. Und dann machen die Motten ja das auch ganz gern. Die bleiben dann nicht im Keller, weil das ist ja auch ein bisschen doof. Die fliegen auch hoch und ich hatte sie tatsächlich in der Wohnung, ich hatte sie in der Küche. Ich habe sogar vereinzelt, Gott sei Dank, aber ich hatte vereinzelt tatsächlich Maden an meiner wunderschönen Küchenwand hochlaufen. Das ist ein sehr ungutes Gefühl, wenn man da sitzt und frisch und denkt so, Alter, was macht denn die Made hier? Weil bis man auf den Gedanken kommt, dass es eine Lebensmittelmotte ist, da machen wir zuerst, oh Gott, hier, was ist das, Schmeißfliegen oder was ist jetzt hier los? Also es, man fühlt sich sehr unbehaglich, muss ich dazu sagen. Ich habe es dann hingekriegt in der Küche mit wirklich sämtliche Lebensmittel wegschmeißen. Weitere neue Lebensmittel komplett jetzt in Dosen. Also alle Lebensmittel sind jetzt in so richtig schön verschließbaren Dosen. Die haben hier so Klickverschlüsse, weil durch diese Klickverschlüsse kommen wirklich keine Maden mehr durch. Also, und da ist, es ist quasi jetzt alles drin. Das sind die Maiswaffeln, das sind Nudeln, Reis. Das ist jetzt alles so verpackt, dass da halt nichts mehr passiert. Und hier habe ich auch Gott sei Dank seit Monaten Ruhe. Im Keller leider nicht. Da hatte ich diese Fallen hängen gehabt, so diese schönen Klebefallen. Und habe nach ungefähr einer Woche, wo da ein paar Männchen da dran klebten, habe ich festgestellt, ja, die sind ja gar nicht tot. Also die quälen sich tatsächlich noch. Die haben dann noch so gezuckt, die sind mit den Flügeln kleben geblieben und die kleinen Beine haben so gezuckt. Und das war etwas, was ich auch schon wieder überhaupt nicht ertragen konnte. Das heißt, ich habe die Pfeile da abgerissen und ja, gut war. Und der zweite Schritt wäre dann der Einsatz von Schlupfwespen. Da gibt es ganz wunderbar, da gibt es im Fachhandel gibt es so Kärtchen. Ich zeige euch das mal. Ich habe hier noch eine im Katzenfutterschrank. Da gibt es so Kärtchen, die kauft man. Je nachdem, also je nach Quadratmetergröße kauft man halt eine bestimmte Anzahl von Karten. Und da sind Schlupfwespen drin. So kleine Schlupfwespen, die schlüpfen dann. Und die legen dann ihre Eier in die Eier von den Lebensmittelmotten. Und demzufolge können sich dann die Lebensmittelmotten nicht mehr entwickeln, die Maden. Also die Eier können, die Maden können sich nicht entwickeln in den Lebensmittelmotteneiern, sondern daraus kommen Schlupfwespen. Und die Schlupfwespen, na gut, die schlüpfen dann irgendwann, aber die machen ja nichts. Das sind so ganz winzig kleine, sehen aus wie kleine Gärfliegen. Die tun nichts, sie versterben nach ein paar Tagen, die sind nicht schädlich für Mensch und Tier. Und das hat tatsächlich was gebracht. Also diese Kur, die macht man natürlich nicht einmal. Diese Kärtchen, es kamen 4 Kärtchen für die Küche an. Die Kärtchen sind nach drei Wochen kamen neue Kärtchen, insgesamt dann 12 Stück. Und dadurch ist das Problem jetzt beseitigt. Im Keller klappt es nicht. Im Keller sind, ich zeige euch das gleich mal, ich gehe gleich mal mit der Kamera runter. Da haben wir wirklich ganz viele Motten getötet. Getötet im Sinne von Patsch mit dem Latschen oder einer Fliegenpatsche oder auch mit der flachen Hand halt drauf, weil es keine andere Möglichkeit gibt. Die kommen immer wieder. Die sitzen, weiß der Geier wo. Wir haben ganz, ganz viel weggeworfen. Es war jetzt kein Vorratskeller im eigentlichen Sinne so mit menschlichen Lebensmitteln, sondern halt nur mit Tiernahrung. Dass halt die Kontaminierung jetzt nicht so dolle ist. Aber auf jeden Fall sind da ohne Ende Motten. Die gehen auch nicht weg. Und jetzt bin ich halt dabei, den ganzen kompletten Keller auszuräumen, auszumisten, inklusive Schränke und was da alles rumliegt. Alles kommt weg.
Danach müssen die Wände gestrichen werden, aufgrund der Flecken, die die Motten verursacht haben. Also die ich verursacht habe durch Motten töten, nicht die Motten selber, die machen nichts. Und ja, das ist ein sehr, sehr aufwendiges Prozedere. Und man kann es ja leider nicht verhindern. Und das ist das Schlimme. Man kann nicht sagen, ja Gott, ich wasche jetzt alles ab, was ich kaufe oder so. Kein Mensch wäscht 25 Kilo Vogelfutter ab. Ich meine, gut, die stehen jetzt draußen. Das Futter wird jetzt draußen gelagert. Aber das hätte man im Vorfeld halt wissen können, um ja, die Schwierigkeit dieser Lebensmittelmottenbekämpfung jetzt irgendwie nicht an der Backe zu haben. Es ist kompliziert. Also ich hoffe, es klappt, weil ich denke auch, also wenn ich jetzt diesen Keller da irgendwann ausgeräumt und renoviert habe und neu eingeräumt habe, werde ich nochmal so eine Kur hier machen mit diesen kleinen Schlupfwespen, weil die sind ja auch jahreszeitlich abhängig. Also man kauft jetzt nicht pro, im Sommer kauft man andere Karten als im Winter, weil da irgendwie halt andere von den Schlupfwespen aktiv sind. Aber die Beratung, die kriegt man halt dann in dem Fachhandel, wo man es kauft. Das ist also auch nicht die Schwierigkeit. Und dann kann man wirklich nur hoffen, dass man es irgendwie in den Griff bekommt, weil es unangenehm ist. Also die Dinger sind nicht giftig, sie sind auch nicht schädlich, sie verursachen auch keine Krankheiten. Also Lebensmittelmotten machen nichts, was irgendwie für Menschen ja, eine gesundheitliche Gefahr dastehen würde. Aber es ist halt ein bisschen ekelhaft. Das muss man leider sagen. Maden irgendwo in menschlicher Nahrung, oder es ist, nein, man möchte es einfach nicht. Vor allen Dingen, weil es ein Fass ohne Boden ist. Wenn man denkt, dass ein Weibchen, selbst wenn sie nur 200 Eier legt, weil sie keine Lust hat auf 500, aber wenn sie nur 200 legt, und das kann 3 bis 4 Mal im Jahr passieren, weil ja die Generationen immer maximal 90 Tage brauchen, um sich wieder zu entwickeln, da kann man sich ja leicht ausrechnen, was das wirklich für eine invasive Plage dann ist mit diesen Motten. Und wir gehen jetzt mal in den Keller und dann zeige ich euch mal, was da los ist. So, also wir sind jetzt hier bei mir im Keller, in einem der Kellerräume. Und hier könnt ihr mal wunderbar sehen, was hier so los ist. Hier ist zum Beispiel eine von meinen Lieblingen schon mal. Ja, sieht man leider nicht ganz so schön hier auf dem Bild. Da ist schon mal eine von diesen Motten. Da fliegt eine voller Panik davon, weil sie das auch jetzt nicht ganz so schön findet, dass ich sie filmen will. Hier sitzt eine gemütlich auf dem Schrank, ganz tiefenentspannt und fröhlich sitzt sie da. Hier oben an der Decke ist wieder eine, aber was noch viel, viel, viel schlimmer ist als die Motten an sich, schaut euch mal an, ich versuche das mal hier so weiter wegzumachen, wie... Seht ihr diese ganzen Flecken? Das ist eine Kellerdecke. Und diese Flecken, die ihr seht, das waren mal Lebensmittelmotten. Weil es tatsächlich so ist, man wird, wenn die erstmal geschlüpft sind und erwachsen sind, man kann sie ja nicht irgendwie loswerden. Also hier so mit Insektiziden sprühen, das steht ja überhaupt nicht zur Diskussion. Und demzufolge bleibt einem ja nur wirklich diese simple, zack, man klatscht drauf und ja, tötet sie dadurch, das muss man leider sagen. Und die ganzen Flecken, das ist hier die ganze Kellerdecke entlang, hier geht es an der Wand runter, das sind alles verstorbene Lebensmittelmotten. Und das wiederum heißt, also wenn ich jetzt es jemals schaffe, dieser Mottenplage Herr zu werden, hier sitzt noch eine Lebendige, ich weiß gar nicht, in was für einer Gefahr sie schwebt, weil wenn ich jetzt nicht gerade die Kamera in der Hand hätte, wäre das eine tote Motte. Und also wenn das jetzt hier jemals keine weiteren Motten mehr schlüpfen, dann muss ich tatsächlich den ganzen Keller hier wieder ja, sauber machen und streichen. Weil kein Mensch, auch wenn es halt nur so ein ja, Rümpelvorratskeller ist, kein Mensch möchte Hunderte oder Tausende oder was weiß ich von toten Mottenflecken an den Wänden und an der Decke haben. So, dann habt ihr ja gesehen, was das für ein Drama da unten im Keller ist. Also es ist kein Scherz, wenn ich sage, es ist sehr, sehr, sehr schwierig, diese Lebensmotten zu bekämpfen. Aber man muss es trotzdem versuchen. Also es ist tatsächlich wirklich genau in diesen Schritten, wer mag, diese Pheromonfallen, also ich, wie gesagt, muss jeder selber entscheiden, Schlupfwespen,
alles entsorgen, Schränke gründlich auswaschen, wunderbar mit Essigwasser, zack, 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 dass da, falls da irgendwo so ein kleines Muckelei da noch rumliegt, dass dieses Ei dann halt auch gleich getötet wird, oder abgetötet wird, vernichtet wird, wie man es formulieren möchte. Und dann kann man tatsächlich wirklich nur hoffen und beten, dass in irgendeiner Art und Weise man diese Plage in den Griff kriegt. Wie gesagt, in der Wohnung hat es geklappt und es besteht große Hoffnung, dass es im Keller auch irgendwann mal der Fall sein wird. Habt ihr Erfahrung mit Lebensmittelmotten? Habt ihr auch so Probleme gehabt, die irgendwie zu bekämpfen? Oder habt ihr noch ganz andere Tipps, wo man sagt, ja Mensch, hier, das klappt und damit kann man die ganz wunderbar loswerden? Und falls ja, dann wäre es toll, wenn ihr sie unten in die Kommentare reinschreibt, damit wir alle wissen, was wir tun könnten noch. Würde ich mich freuen. Würde mich auch freuen, wenn ihr mein Video liked und meinen Kanal abonniert und beim nächsten Mal wieder reinschaut. Bis dahin.